Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wie ihr schon an der Frequenz seht, es geht wieder mal um Ö1. Es ist jetzt 8.10 Uhr. Die Sendung läuft noch 10 Minuten. Und zwar habe ich heute ein wirklich sehr gutes Signal, obwohl nicht gerade schönes Wetter draußen ist. Wie wir hier beim Blick aus dem Fenster schon sehen, haben wir hier mit Regenrohrantenne ein wirklich extrem starkes Signal. Hier mal mit dem XH-Delta und Regenrohrantenne. Strenge Hygiene- und Abstandsregeln sind das, wie sie ja schon im Gastgewerbe gelten. Dies ein strikt einzuhalten, sagt der Hotelier und NEOS-Abgeordnete Sepp Schellhorn. Und er wünscht sich noch einiges mehr von der Regierung. Und dazu muss die Bundesregierung... Ja, das war jetzt mit diesem Gerät, das war jetzt nicht so doll, aber trotzdem relativ gut, da war eine leichte Störung drauf. Möglichkeit, alle Zahlungen vorher War doch relativ stark. Und dann haben wir hier noch diesen Okay-Weltempfänger. Der war ja wirklich extrem günstig. Der hat 10 Euro gekostet. Hier, ich mach mal auch mit Regenrohrantenne. Erstmal mit Dipol. Eine Pandemie, wie jetzt weltweit durch Corona ausgelöst, ist weder vorhersehbar noch berechenbar und somit auch nicht versicherbar. Das hier ist mit Dipol. Auch für Versicherungen. Der Londoner Versicherungsmakler Lloyds rechnet laut einer ersten Schätzung mit weltweiten Verlusten von rund 200 Milliarden. Und das hier ist mit Regenrohr. Der Londoner Versicherungsmakler Lloyds rechnet mit weltweiten. Ja, das unterliegt natürlich starken zeitlichen Schwankungen. Jetzt ist gerade sehr guter Empfang. Der Großteil der erwarteten Schäden kommt aus der Absage von Großveranstaltungen wie den. Jetzt ist allerdings auch mit dem XH-Data sehr gut. Rechnen mit hohen dreistelligen Millionenbeträgen oder Milliarden. Und ja, nun mal das Francis-Röhrenradio. So, hier haben wir unser Francis-Röhrenradio. Und wenn wir mal laut drehen. Forderungen bei Betriebsunterbrechungen, auch Krankenversicherung und natürlich auch Lebensversicherungen. Also wir sind schon von den Schadenzahlungen entsprechend betroffen. Auch an der Regenrohrantenne. Ja, hier haben wir jetzt mit dem Langdrahtdipol. Da ist der Empfang zwar besser, aber es geht irgendwie nicht sehr laut. Wenn ich Rückkopplung weiter aufdrehe, passiert das. Mal so an die Grenze. Ja, das ist nichts wirklich. Hergerichteten Kasernengarage untergebracht sind, hat für Kritik und eine parlamentarische. Und hier hören wir dann jetzt auch schon das brüllend laute und doch sehr gute Signal. Das erfolgt jetzt in regulären Heeresunterkünften und die Post müsse für die Arbeit der Soldaten natürlich bezahlen, so wie zuletzt die Lebensmittelkonzerne fast 1 Million Euro überwiesen hätten. Sotana. Abseits von Corona stellt sich nach wie vor die Frage, Brexit organisiert werden wird. Das britische Unterhaus hat gestern Abend jedenfalls ein Gesetz beschlossen, mit dem so die ist es sehr gut. Endgültig beendet wird. In Großbritannien ist ab Jänner Schluss. Ja, sehr guter Empfang, auch mit dem Francis-Röhrenradio. So, hier haben wir nun, wie man schon sieht, den ITT Golf Europa, auch an der Regenrohrantenne. Ministerin Priti Patel bereits im Februar sagte. From January the 1st next year, new points-based system. Im Gesetzesentwurf, der gestern beschlossen wurde, wird das aber nicht präzisiert. Patel erklärt die Zielrichtung. Hier kann man noch den Klang etwas einstellen. Das wir einführen, ist das intelligenteste und beste. Wir wollen, dass gut ausgebildete zu uns kommen und nicht mehr schlecht ausgebildete. Mindestens 70 Punkte wird man brauchen, um einen Job. Und ja, auch hiermit klingt es wirklich relativ gut. Und hier haben wir jetzt dieses Radio, was nicht an der Regenrohrantenne angeschlossen ist. Und ja, und der Empfang ist wirklich eigentlich relativ gut mit der Stabantenne, aber wir hören schon Störung. Das geht gar nicht. Ich weiß wirklich nicht, wo die herkommt im Moment. Störung ist extrem stark ohne Regenrohr. Man kann es nur mit Mühe bis gar nicht verstehen. Genauso ist es auch beim Senator Volltransistor. Und ja, das war's dann mal wieder von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.